Schaut man sich diesen Post von Reddit an, den die Entwickler von Anthem selber erstellt haben, so muss man eigentlich ein klein wenig schmunzeln, denn man könnte es perfekt als ein Meme verstehen. Denn so sagen die Entwickler in diesem Reddit-Post, dass es auf einmal nach dem Release von Anthem still werden sollte, und dann meinten sie so, nein, auf gar keinen Fall, das wird nicht passieren. Naja, aber was ist passiert? Der letzte offizielle Tweet von der Anthem-Seite ist vom 23.04., also schon weit über einen Monat her. Geht man auf die offizielle EA Anthem-Seite, sieht man, dass die Roadmap immer noch genau die alte ist wie vor 2 Monaten. Sie sagt nämlich immer noch, dass der Cataclysm angeblich im Mai erscheinen soll. Nur mal zur Info, wo ich das Video hier gerade aufnehme, ist der 27.05. und wir haben noch überhaupt keine Information, was mit dem Cataclysm sein soll. Akt 2 und 3 sind nach wie vor gesperrt, also wissen wir auch nicht, was eventuell noch in Zukunft in Anthem alles kommen könnte. BioWare sagte, warum sie keine Informationen momentan herausgeben, weil sie einfach möchten, dass es nur dann Informationen gibt, wenn sie auch wirklich etwas zu erzählen haben. Und das ist prinzipiell eine Sache, die finde ich auch sehr, sehr gut. Denn warum sollen sie die ganze Zeit irgendwelche kleinen Happen raushauen, wenn sie überhaupt nichts in der Hand haben? So weit, so gut eigentlich. Aber wenn man einen Monat lang überhaupt nichts von sich hören lässt, dann ist es doch schon sehr, sehr dünn. Denn ich denke mal, auch in einem Monat wird man irgendetwas zu erzählen haben, beziehungsweise könnte man sagen, hey, es sieht gut aus mit den Cataclysm arbeiten, wir könnten es vielleicht jetzt nicht mehr im Mai schaffen, aber vielleicht Mitte nächsten Monat. Einfach nur damit die Spieler, die das Spiel momentan noch spielen, was leider nicht mehr so viele sind, überhaupt noch eine Chance haben, überhaupt irgendwelche Informationshappen zu erhalten. Die Stimmung ist somit denkbar schlecht, was Anthem angeht, und auch die Community verlässt langsam nach und nach immer mehr das Spiel. Es geht mittlerweile sogar so weit, dass man stellenweise die Strongholds auf höheren Schwierigkeitsgraden komplett alleine spielen muss, weil man einfach keine Gruppe mehr findet. Nur noch ein paar wenige Leute sind wirklich positiv eingestellt. Dazu zählen zum Beispiel ein paar Community-Seiten wie Anthem Universe, Your Anthem und Anthem Insight. Allerdings muss man sich bei diesen Seiten zum Beispiel auch eine Sache bewusst werden, und zwar gehören alle 3 Seiten zum EA Game Changer Programm. Ich weiß nicht, wie sehr das Game Changer Programm deren Meinung beeinflusst, aber natürlich sind diese Seiten sehr daran interessiert, dass Anthem in einem guten Licht dasteht. Und natürlich sagen dann Seiten wie Anthem Universe oder Your Anthem, dass alles mit dem Spiel in Ordnung ist, beziehungsweise dass alles wieder in Ordnung kommt. Und dann kommen natürlich auch solche Posts, wie den ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, zustande. Dort sagen die zum Beispiel an erster Stelle, es ist einiges in der Mache und BioWare arbeitet sehr, sehr hart, und wir haben auch schon eine Menge gute neue Features gesehen und es wird auch bald sehr viel mehr ins Spiel kommen. Da frage ich mich natürlich so, woher wissen Sie, dass BioWare wirklich hart arbeitet? Das ist eigentlich eine Sache, die würde ich gar nicht so in Abrede stellen, aber wir sehen halt nichts, weil wir halt keine Informationen erhalten. Aber was mich viel mehr irgendwie verwundert ist, Sie haben schon sehr coole Sachen selber gesehen und Sie wissen, dass es bald mehr geben wird und dass wir auch bald mehr erwarten können. Woher haben Sie diese Info? Ich habe sie nicht, ich habe viele Seiten durchforstet und außer ein paar Seiten, wo gemutmaßt wird, wo eventuell gerade daran gearbeitet wird, gibt es keine gesicherten Informationen. Ich weiß, dass diese Personen im EA Game Changer oder Game Change Programm drin sind, aber ich glaube kaum, dass BioWare zu denen dann hingeht und sagt so, hier, wir haben da was für euch, schaut euch das doch mal an und was sagt ihr dazu? Denn wenn andere YouTuber oder andere Social-Media-Seiten darüber auch nichts erfahren, die sich ja mit Anthem beschäftigen und vor allem auch die wirklich großen Pressenseiten nichts Neues zu erzählen haben, dann bezweifle ich doch sehr, dass diese kleinen Seiten wirklich was wissen, was die anderen noch nicht erfahren haben. Ich denke mal, der Rückenhalt kommt wirklich daher, weil diese Seiten halt wirklich im EA Game Changer Programm drin sind und deswegen wollen sie dann halt auch nicht schlecht über EA bzw. über BioWare reden. Dann sagen sie noch so an dritter Stelle, Anthem ist hier, um zu bleiben. Gut, das müssen wir erstmal so hinnehmen, weil EA definitiv gesagt hat, sie glauben an die Marke Anthem. Alles andere wäre aber auch idiotisch. EA würde wohl kaum sagen, nachdem eine Marke neu rausgekommen ist, nee, wir glauben da nicht dran, wir stampfen das direkt wieder ein. Das wäre ja absoluter Blödsinn. Also ich würde dieser Seite Anthem Universe und Your Anthem natürlich super gerne glauben und hinter dem stehen, was die sagen. Aber stellenweise fällt es halt einfach wirklich schwer, dem ganzen Glauben zu schenken. Noch schlimmer wird es dann, wenn man mal überlegt, unter welchen Deckungen
Deckmantel eigentlich Anthem verkauft wird oder verkauft wurde. Und zwar unter dem Mantel eines Games as a Service Spiel. Jeder, der jetzt nicht genau weiß, was unter Games as a Service zu verstehen ist, ich habe euch mal oben rechts ein Video verlinkt, da habe ich das nämlich mal ein klein wenig erklärt. Jeder, der jetzt mit diesem Begriff etwas anzufangen weiß, der wird schon merken so, hey, Moment mal, mit Games as a Service hat das nicht wirklich viel zu tun. Wir bekommen nämlich keine regelmäßigen Updates, die Entwickler halten uns nicht auf den Laufenden und so weiter. Also alles, was eigentlich so ein Games as a Service Spiel definiert, tritt hier halt leider nicht in Erscheinung. Und wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, Ruhe ist prinzipiell nicht schlimm, aber irgendeine Form von Kommunikation muss halt einfach sein. Ansonsten, so wie viele Seiten es schon geschrieben haben, BioWare schweigt Anthem tot. Also wenn BioWare so weitermacht, dann wird sich wirklich keiner mehr für das Spiel interessieren. Dabei hat das Spiel meiner Meinung nach wirklich Potenzial und könnte wirklich ein absolut gutes Spiel werden. Aber so leider nicht. Die einzige Hoffnung, die wir jetzt momentan haben, ist tatsächlich eine To-Do-Liste, aber wo ich schon mal sagen muss, diese Quelle ist leider absolut ungesichert, wo wir sehen, woran angeblich gearbeitet wird. Ob das wirklich zutrifft, keine Ahnung, wissen wir nicht, vielleicht werden wir es bald erfahren. Und zwar, es war so die letzte Hoffnung vielleicht, das EA Play Event am 8. bis 9. Juni, also nächsten Monat bereits schon. EA hat nämlich wirklich definitiv gesagt, Anthem wird bei diesem Event vertreten sein und wir werden wohl neue Informationen erhalten. Ich bin mal wirklich sehr gespannt, ob dann EA bzw. BioWare seine Versprechen einhalten kann. Wenn ich nach dem jetzigen Standpunkt ausgehen würde, würde ich sagen so, nein, definitiv nicht, da wird wahrscheinlich nicht viel Gutes bei rumkommen. Wenn ich jetzt eine Einschätzung mache, sage ich einfach nur mal, die sind momentan mehr damit beschäftigt, wahrscheinlich Fehler zu beheben, als wirklich Content für das Spiel zu produzieren, was ich sehr, sehr schade finde, denn wie gesagt, prinzipiell finde ich Anthem wirklich ein super Spiel und vom Gameplay macht es mir halt Spaß, es bietet nur einfach viel zu wenig und es läuft nicht ansatzweise rund. Dieses Video soll auch überhaupt nicht als Hate aufgenommen werden oder als Hate verstanden werden, denn von Hate persönlich halte ich absolut nichts. Es ist einfach jetzt nur gerade mal meine Meinung, die ich vertrete und damit bin ich, glaube ich, auch absolut nicht alleine. Ich will BioWare auch überhaupt nicht angreifen und sagen, dass sie einen absolut Scheißjob machen, denn wir stecken selber nicht in den Schuhen von denen drin, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen abläuft. Nichtsdestotrotz wäre mehr Transparenz wirklich sehr wünschenswert. Ein gutes Beispiel, was ich sehr, sehr gerne anführe, weil es mir halt sehr nahe liegt, ist zum Beispiel die Entwicklung von Sea of Thieves. Diese hatten auch am Anfang extreme Probleme, es gab Content-Probleme, stellenweise lief das Spiel auch stellenweise nicht wirklich richtig rund, aber die Entwickler haben sich hingesetzt und haben gesagt, hey Leute, wir sind da, wir halten euch auf den Laufenden, wir hauen jede Woche ein Video raus, wo wir euch über die momentane Entwicklung des Spiels auf dem Laufenden halten, wir sagen, was gerade auch wirklich passiert, wo es Fehler gibt, was aber jetzt auch schon in der Mache ist oder was in der Zukunft geplant ist. Und solch eine Transparenz könnte man eigentlich auch bei BioWare anführen, denn auch wenn sie vielleicht in diesem Moment nichts Großes zu verkünden haben, so würde einfach die Kommunikation dazu führen, dass die Leute quasi das Gefühl bekommen, die Entwickler kümmern sich wirklich um uns, wir sind denen nicht egal und sie haben uns nicht verarscht. Denn das ist vielleicht momentan das größte Problem, dass viele Leute von einem Scam reden, also von einer Abzocke, die bei Anthem stattgefunden hat. Naja, was soll man abschließend noch sagen? Ich werde Anthem auf keinen Fall jetzt quasi wegwerfen. Es wird auch vor allem auf meinem Kanal jetzt weiter Bestandteil bleiben. Und ich hoffe sehr, dass das EA Play Event nächsten Monat uns zeigen wird, dass Anthem auf jeden Fall in eine richtige Richtung geht. Ach und EA, wenn ihr wirklich in dem Gamechanger-Programm irgendwelche relevanten Informationen rund um Anthem verteilt, dann lasst es auch einfach auch mal die anderen Leute wissen, denn die haben ebenfalls ein Recht darauf zu wissen, was hinter den Kulissen gerade passiert. Oder ladet doch einfach mal verschiedene Leute ein, die mit Anthem noch nichts zu tun haben, um dieses Gamechanger-Programm zu testen. Dann sehen wir einfach, ob wirklich was hinter den Kulissen passiert oder halt eben nicht. Nur wichtig für mich, das Schweigen muss aufhören und auch die Anthem-Fan-Community-Seiten wie Anthem Universe oder Your Anthem, die sollten vielleicht auch ein klein wenig mehr reflektieren und nicht alles in den Himmel loben, was vielleicht momentan überhaupt nicht so wirklich toll ist oder über Sachen reden, von denen sie wahrscheinlich momentan auch überhaupt noch nichts wissen können und so einfach nur versuchen, die Leute bei Laune zu halten. Ist eine Sache, die ich persönlich nicht mag, aber daran kann ich nichts ändern, das müssen die einfach entscheiden. Wenn sie es so machen wollen, dann sollen sie es halt so machen, ich werde es nicht so tun. Jetzt bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch auf dem Schlachtfeld, euer Chef.